Möchtest du auch gerne Steuern sparen und bist auf der Suche nach Freibeträgen speziell für Selbstständige? Dann ist das Video genau das Richtige für dich und du solltest bis zum Ende schauen. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und ja, ich gebe es zu. Steuern sind ein nerviges Thema und ja, fast jeder Selbstständige findet es ätzend, sich darum zu kümmern. Deswegen sind wir ja da. Das Problem ist, um Steuern zu sparen, muss man immer irgendwas dokumentieren, man braucht Unterlagen, man muss immer irgendetwas tun. Das musst du bei Steuerfreibeträgen in der Regel nicht machen. Bei Steuerfreibeträgen kannst du häufig Geld ansetzen oder hast Einkommen steuerfrei, obwohl du nichts tun musst. Deswegen ist das so spannend und das ist auch der Grund, warum ich mir gedacht habe, na, nehmen wir dazu doch mal ein Video auf und gehen Stück für Stück die wichtigsten Steuerfreibeträge für Selbstständige durch. Der erste Steuerfreibetrag, auf den ich eingehen möchte, ist fast auch der wichtigste und größte. Es ist der Grundfreibetrag in der Einkommensteuer. Der Grundfreibetrag in der Einkommensteuer sorgt dafür, dass quasi dein absolutes Existenzminimum steuerfrei ist. Das heißt, in der Einkommensteuer wird ja das ganze Einkommen zusammengerechnet und dann zahlst du auf dein gesamtes Einkommen deine Einkommensteuer. Und der Grundfreibetrag aktuell im Jahr 2021 in Höhe von 9.744 Euro ist immer steuerfrei. Das heißt, du hast immer ein Einkommen, zumindest in diesem Jahr, von 9.744 Euro, das steuerfrei ist. Wenn du verheiratet bist und ihr eine zusammen veranlagte Steuererklärung macht, dann rechnet ihr auch euer Einkommen zusammen, ihr legt aber quasi auch euren Grundfreibetrag zusammen und dann habt ihr entsprechend 19.488 Euro steuerfrei. Wichtig ist da zu wissen, dass dir dieser Grundfreibetrag von Amts wegen gewährt wird. Das heißt, du musst ihn gar nicht extra beantragen. Wenn du selbst in deiner eigenen Steuerkalkulation diesen Grundfreibetrag vielleicht vergessen hast oder suchst, wo du das Feld einträgst in der Steuererklärung, mach dir keinen Stress, das Finanzamt gewährt diesen Grundfreibetrag immer. Wenn du beispielsweise angestellt bist, dann ist dieser Grundfreibetrag auch schon in der Lohnsteuerberechnung berücksichtigt. Der zweite Steuerfreibetrag ist zugegebenermaßen nicht wirklich ein Steuerfreibetrag. Er wird aber häufiger als Steuerfreibetrag genannt und deswegen nehme ich ihn auch hier in dieser Liste auf, möchte aber gleichzeitig ein bisschen aufklären. Und zwar geht es um die Kleinunternehmerregelung. Die Kleinunternehmerregelung ist eine relativ komplexe Regelung und es sprengt definitiv das Video vollständig, da jetzt im Detail drauf einzugehen. Deswegen habe ich zu dem Thema noch ein zweites Video aufgenommen und da gehe ich wirklich in die Tiefe und erkläre dir einmal, wann das für dich interessant sein könnte. Und dieses Video verlinke ich dir einmal hier oben, das kannst du dir da einmal anschauen. Grundsätzlich kannst du dir aber merken, dass wenn du unter 22.000 Euro Umsatz machst, wichtig, Umsatz, nicht Gewinn, also unter 22.000 Euro Umsatz bist, dann musst du keine Umsatzsteuer zahlen. Das heißt, du musst keine Umsatzsteuervoranmeldung machen, du musst nicht unterjährig Umsatzsteuer zahlen und auch mit der Umsatzsteuererklärung musst du keine Umsatzsteuer zahlen. Aber, und das ist wichtig, diese Regelung muss nicht zwingend zu deinen Gunsten sein. Es kann durchaus sein, dass die für dich ungünstig ist. Der dritte wichtige Steuerfreibetrag für Selbstständige ist der Gewerbesteuerfreibetrag. Und wie der Name eigentlich schon sagt, bezieht sich dieser Gewerbesteuerfreibetrag natürlich auf die Gewerbesteuer. Ob du gewerbesteuerpflichtig bist oder nicht, das weißt du, wenn du weißt, ob du freiberuflich oder gewerblich tätig bist. Dieses ganze Thema ist relativ umfangreich und würde hier den Rahmen sprengen. Wenn du nicht weißt, ob du Gewerbetreibender bist oder freiberuflich bist, dann solltest du dir einmal das Video oben rechts anschauen. Da gehe ich ein bisschen detaillierter darauf ein, wer eigentlich Gewerbetreibender ist und wer Freiberufler ist. Wenn du allerdings schon weißt, dass du Gewerbetreibender bist, dann bist du grundsätzlich auch gewerbesteuerpflichtig. Allerdings nicht ab dem ersten Euro. Denn es gibt einen Freibetrag für die Gewerbesteuer von 24.500 Euro. Du darfst einen Gewerbeertrag, sprich Gewinn, von 24.500 Euro haben, bevor du überhaupt Gewerbesteuer zahlen musst. Auch bei diesem Freibetrag ist es wichtig, dass du den nicht beantragen musst. Dieser Freibetrag wird automatisch quasi in der Steuerveranlagung berücksichtigt und wird auf jeden Fall von dem Finanzamt oder der zuständigen Gemeinde auf jeden Fall schon in dem Steuerbescheid berücksichtigt. Der vierte interessante Steuerfreibetrag für Selbstständige ist der Freibetrag für Veräußerungsgewinne. Erstmal, was ist das überhaupt? Wenn du selbstständig bist und dein Unternehmen irgendwann verkaufst, machst du mit diesem Verkauf ja auch einen Gewinn, den du versteuern musst. Auf diesen Veräußerungsgewinn gibt es einen Steuerfreibetrag. Den darfst du in Anspruch nehmen, wenn du mindestens 55 Jahre alt oder dauerhaft berufsunfähig bist. Und zwar darfst du den Gewinn, den Veräußerungsgewinn, dann um 45.000 Euro reduzieren und musst diese 45.000 Euro dann entsprechend weniger versteuern. Dieser Betrag gilt allerdings nicht bis in die Unendlichkeit, denn diese 45.000 Euro reduzieren sich,
wenn der Gewinn, also der Veräußerungsgewinn, über 136.000 Euro liegt. Diese ganze Berechnung ist relativ komplex und man muss sie Schritt für Schritt einmal durchgehen. Und deswegen verlinke ich dir mal die Schritt-für-Schritt-Berechnung unten unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hier für diese Stelle und für dieses Video ist es erstmal wichtig, dass du dir merkst, dass wenn du irgendwann mal dein Unternehmen verkaufst, du einen Veräußerungsgewinn hast und diesen Veräußerungsgewinn um bis zu 45.000 Euro reduzieren darfst und dementsprechend weniger Steuern zahlen musst. Der fünfte Steuerfreibetrag, der für Selbstständige interessant ist, ist genau auf der anderen Seite des Unternehmenslebenszykluses. Der Veräußerungsgewinn steht ja eher am Ende. Ganz am Anfang stehen eher Investitionen. Viele junge Gründer bekommen von ihrer Familie Geld, um quasi die Selbstständigkeit zu starten. Beispielsweise von Eltern, Großeltern, Tante, Onkel und so weiter. Es ist aber so, dass wenn dir Leute Geld schenken, du grundsätzlich schenkungssteuerpflichtig bist. Das heißt, du musst eine Steuer dafür bezahlen, dafür, dass du Geld geschenkt bekommst. Das ist natürlich unerfreulich, aber es gibt Gott sei Dank Freibeträge für die Schenkungssteuer. Und zwar dürfen dir beispielsweise deine Eltern innerhalb von 10 Jahren 400.000 Euro schenken, ohne dass eine Schenkungssteuer anfällt. Deine Großeltern, die dürfen dir 200.000 Euro schenken, bevor Schenkungssteuer anfällt. Bei Tanten, Onkeln und so weiter liegt der Betrag bei 20.000. Du merkst schon, dieser Betrag, der reduziert sich ziemlich schnell, je weiter man sich fortbewegt von der engen Familienbindung. Das wird relativ schwierig, weil dann schnell hohe Steuern anfallen. Und deswegen solltest du überlegen, ob du nicht vielleicht statt Geld geschenkt zu bekommen, eher Investitionen entgegennimmt. Weil auch deine Tante und dein Onkel, die dürfen Geld in dein Unternehmen investieren, wenn sie dafür zum Beispiel Zinsen bekommen oder wenn sie dafür eine andere Gewinnbeteiligung bekommen. Da gibt es einige Gestaltungsmöglichkeiten. Für dich an dieser Stelle ist es vor allen Dingen wichtig, dass du weißt, dass du zwar Geld von deiner Familie und Verwandten bekommen darfst, natürlich auch von Freunden, aber grundsätzlich auf diese Geschenke Steuern anfallen. Solange du aber unter den Schenkungssteuergrenzen bleibst, ist das Ganze steuerfrei. Der sechste Steuerfreibetrag ist mehr ein Sammelsurium aus mehreren Steuerfreibeträgen. Und die kannst du in Anspruch nehmen, wenn du Kinder hast. Denn es gibt einige Kinderfreibeträge, die du in Anspruch nehmen kannst. Wichtig da, die gelten alle für die Einkommensteuer. Das heißt, wenn du die Einkommensteuererklärung machst und Kinder hast, denk dran, da gibt es ein paar Freibeträge. Das ist zum einen einmal der normale Steuerfreibetrag für Kinder. Es gibt aber auch einen Freibetrag für Kindererziehung, Kinderbetreuung oder Ausbildung. Und es gibt auch einen Freibetrag für Alleinerziehende. Das heißt, wenn du alleinerziehend bist, dann gibt es nochmal einen Freibetrag, den du ansetzen kannst. Da das ganze Thema Kinder in der Einkommensteuererklärung relativ komplex ist und hier auch den Rahmen sprengen würde, verlinke ich dir unter diesem Video ein paar Artikel und weitere Informationen rund um das Thema. Wenn du Elternteil bist und die Einkommensteuererklärung machst, solltest du da einmal vorbeischauen. Der nächste spannende Steuerfreibetrag für Selbstständige ist ein Freibetrag für Kapitaleinkünfte. Umgangssprachlich ist er bekannt als Sparerpauschbetrag. Den hat jeder Steuerpflichtige in Deutschland, aber du als Selbstständiger natürlich auch. Der besagt, dass du bis zu 801 Euro im Jahr verdienen darfst aus Kapitalvermögen und das ist steuerfrei. Das heißt, du darfst Zinsen, Dividenden, Aktienverkäufe mit Gewinn darfst du in Höhe von 801 Euro pro Jahr haben, ohne Steuern zahlen zu müssen. Wenn du verheiratet bist, dann werden eure beiden Steuerfreibeträge zusammengerechnet und ihr habt insgesamt 1602 Euro Sparerpauschbetrag. Der achte und in diesem Video auch der letzte Steuerfreibetrag, der für dich vielleicht interessant ist, ist die Übungsleiterpauschale. Mit dieser Übungsleiterpauschale kannst du bis zu 2400 Euro im Jahr komplett steuerfrei und übrigens auch sozialversicherungsfrei verdienen. Wann kannst du den in Anspruch nehmen? Das ist einmal für soziale Tätigkeiten, für zum Beispiel kirchliche Einrichtungen, für mildtätige Einrichtungen oder für gemeinnützige Einrichtungen. Wenn du beispielsweise als Nachwuchsfußballtrainer oder als Nachhilfelehrer an der Volkshochschule tätig bist, dann sind diese Einnahmen in der Höhe bis zu 2400 tatsächlich vollständig steuerfrei. Das alles sind spannende Steuerfreibeträge. Es sind natürlich nicht alle Steuerfreibeträge. Es gibt zum Beispiel auch noch den Sonderausgabensteuerfreibetrag und so ein paar Dinge gibt es noch, aber es sind doch die wichtigsten Steuerfreibeträge, die du als Selbstständiger kennen solltest. Ich hoffe, dass du so ein paar Themen und Freibeträge noch nicht kanntest und dass du sie direkt vielleicht für dich anwenden kannst, um in Zukunft weniger Steuern zu zahlen. Ich hoffe, dieses kurze Video konnte dir weiterhelfen und deine Fragen beantworten. Wenn du noch Rückfragen hast oder weitere Fragen hast, dann
kommentier doch dieses Video und stell deine Frage. Oder lass uns miteinander sprechen. In der Videobeschreibung unter diesem Video findest du einen Link. Dort kannst du dir ein kostenloses Informationsgespräch vereinbaren. Ansonsten habe ich noch einen Tipp für dich. Diesen Kanal, den kannst du abonnieren. Wir veröffentlichen regelmäßig spannende Videos über Steuern, speziell für Selbstständige. Oder du schaust dir einfach Videos an, die wir schon veröffentlicht haben. Das eine findest du hier oder hier. Steuerspar... Pauschalen?